So, okay. Diesmal schauen wir uns Oil Rush an. Das ist ein Strategiespiel, was ich vor einiger Zeit mal so am Rande gesehen hatte. Jetzt war es kürzlich im Humble Bundle Nummer 8 und da habe ich mich sehr darüber gefreut und habe direkt zugeschlagen, weil das wollte ich mir unbedingt schon die ganze Zeit mal anschauen. Es ist ein Strategiespiel, Indie. Alles Relevante werdet ihr schon im Review gehört haben, deswegen lege ich jetzt einfach hier mal los mit Chapter 1. Und Difficulty normal. The Sharks are a powerful military organization that controls in the nearby. Okay. Also, die Sharks, die Raiders. Alles klar. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Also von der Grafik her fand ich es schon ohnehin sehr ansprechend. Sah schon sehr vielversprechend aus. Es hat die Hintergrundstory ist, es gab irgendwie krass viele Kriege, alles natürlich wegen Öl. Alle haben sich abgefuckt. Die Welt ist kaputt. Und jetzt haben wir Waterworld. Congratulations on your graduation from the Academy, Kevin. You Warum are heiße ich part of the Kevin? only Jedes organized verdammte force capable of Problemkind auf upholding diesem order Planeten over a heißt thousand Kevin. miles. I have Was walked the erwartet ihr von path for mir? you to Ich sage take euch your jetzt rightful direkt, follow in your Kevin father's wird ziemlich viel footsteps. Scheiße bauen. Since my father's death, you've treated me like your own son. You can count on me at any time to Ja, help da you würde ich achieve nicht your drauf goals. setzen, And I'm dass willing sich to vouch for mein you Commander, der mein if Vater you need war, anything oder sich wie or dieser what you need. verhielt, Remember, uneingeschränkt auf mich if you verlassen kann, defend weil that little wie shred gesagt, of ich heiße Kevin humanity und ich that heiße you have left bestimmt nicht behind, umsonst Kevin. the Raiders, trash of society, Kevin, creating a die Mutti disturbance geht to jetzt your nach rightful Hause. place, Die kommt auch and nicht you are wieder. mission to suppress them. Tja. You've lost contact So, with two nearby platforms. Your schön. objective is to re-establish control over them. Okay. A digital assistant will guide you through our tactical control system. Wow. Das sieht ja schon mal This sehr fleet cool is now under aus. your command. It is just enough to defeat the raiders, as they usually come in small Hey, groups. so. Diese Bargen. You've got six Aha. Piranha units at your disposal. Piranhas are small, but strong in groups. Klingt ein bisschen wie GLaDOS. Observe the battle sea. Press W. Press and hold the middle mouse button while moving. Press Q and E to turn. Okay. Press R to return to the default camera Pretty view. straightforward. Warum kommen hier die ganze To Zeit neue change the raus? camera's tilt, use the scroll wheel. Alt click on the minimap with the middle mouse button or click the left mouse button on your platform to select. Okay. Click the right mouse button Oh, anywhere ich versuche on the dem gerade scene to zuzuhören. deselect the platform. This is the platform we've lost contact with. The Okay. raiders on their rust buckets must have captured it. Also ich soll diese Plattform hier Find out what's zurückerobern. happening and report Oder ich back. soll diese Plattform zurückerobern. Click the left mouse button on your platform Welche to soll ich? select all units near it. Then click the right mouse button on the enemy platform to send them to capture it. Okay, ich steuere die Pressing F Einheiten nicht engages camera cinematic einzeln, sondern mode, ich nehme diese showing the most Basis important und actions nearby. schicke die dann in den Angriff. Press F immediately after sending the fleet, Und die and folgen the dann camera diesem will follow it as it is the most important action in the vicinity. Pfeil hier. Dann soll ich auf Move F the mouse drücken. Und pointer das haben wir over a dann so direkt unit, so eine then press R cinematische to follow it. Aktion. Okay, gerade Your hängt es fleet kurz. automatically attacks the enemy in the vicinity. Both en route Ah, das ist ja irgendwie and schon cool, dass reaching man the so einen cinematischen destination. Modus hat. Kein As soon as komisches all enemy Microing. units near the platform are destroyed, the platform is captured. This Okay. vertical bar indicates your progress in capturing the platform. Okay. Einverstanden, einverstanden. Also ich kann Plattformen erobern, indem ich This keine gegnerischen horizontal Einheiten mehr bar in der indicates Nähe der enemy Plattform habe. progress for units. Die Dinger spawnen scheinbar automatisch Einheiten, was man an der Plattform selber sehen kann, anhand All dieser captured platforms Dinger. automatically build new units until the maximum limit is reached. Okay, und die bauen so lange Einheiten, bis Status das report. The Einheitenlimit platform is erreicht captured and the ist. enemy is destroyed. I need a status update on the remaining platform. Okay, da ist jetzt Select noch the eine weak Plattform map. aufgetaucht. Click on the 25% button over the minimap to send a small group of your troops and explore the remaining platform. Okay, und ich kann eine kleinere Truppe losschicken, indem ich hier oben wähle, wie viele von den zu einer Plattform gehörigen
Dudes dahin gehen? Was ist, wenn ich jetzt noch einen Befehl gebe? Wird der dann überschrieben? Wahrscheinlich. Ich versuch's einfach mal. Drehen die dann rum? Okay, nein, die sind losgeschickt. Die drehen nicht mehr rum. Alles klar, das ist schon mal ganz cool so. Und die versuchen auch nicht vorzuhuschen, sondern zusammen zu bleiben ein Stück weit. Auch eine gute Sache. Schauen wir mal. Die Raiders. Irgendwie sehe ich jetzt schon kommen, dass wir uns an irgendeinem Punkt aus moralisch-ethischen Gründen auf die Seite der Raiders schlagen. Okay. Ich soll alles, was ich habe, auf einmal schicken. Okay. Okay, ich kann das scheinbar 100% von der Minikarte ausspielen. Ich bin überhaupt nicht auf die Weltkarte angewiesen an diesem Punkt. Das ist ja auch sehr cool. Aber das sieht schon sehr schick aus, muss ich sagen. Gut, jetzt kommt hier die Gruppe von der anderen Plattform rein. Die fährt natürlich nicht in Formation und ist scheinbar auch ein bisschen schneller als die anderen aus irgendeinem Grund. Aber man hat offensichtlich die Zeit, sich das hier alles in Ruhe anzuschauen. Fragt sich natürlich nur, woher die ganzen Speederbikes eigentlich kommen. Jetskis und ob das so die effizienteste Methode ist, sich tatsächlich fortzubewegen. Oh, wir haben Werte. Uff. Aber ich kann nichts anklicken und mir die dauerhaft anzeigen lassen. Okay. Yeah, Mission Nummer 1 fertig. Ich bin so ein knallharter Kevin. Ja, ich habe tolle Sachen gelernt und ein Achievement gekriegt. Wow, das war natürlich wirklich schwierig zu erspielen, dieses Achievement. Graphen am Ende. Statistiken. Völlig uninteressant an dieser Stelle. Und weiter zur nächsten Mission. Und zwar Black Gold. Black Gold, okay. Oh, ich krieg ganz viele neue Sachen. Okay, neue Sachen, neue Sachen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was ich mit diesen neuen Sachen so anfangen kann. Oh, Regen! Ich mag Regen. Ich stehe auf Regen in Spielen. Aber offensichtlich bin ich eine fliegende Kamera, weil auf meiner Linse Regentropfen aufschlagen. Aber Regen ist cool, auch wenn er sich überhaupt nicht auf der Wasseroberfläche widerspiegelt. Okay. Okay, es gibt eine Ressource Öl. Und die soll ich erobern und halten. Klingt doch jetzt erstmal gar nicht so schwer. Wir schicken natürlich direkt 100% von unserer Fleet. Weil wir das ja ernst meinen. Ne? Das ist ja jetzt kein Spiel für uns an dieser Stelle. Wir haben ja echt ein sehr grundlegendes, tiefgehendes Interesse an dem verdammten Öl. Jetzt gerade nervt es mich ein bisschen, diese Dinger. Und die Karte ist gewaltig groß. Gewaltig groß. Okay, ich kann meine Fleet auch zurückcallen. Ah, hier unten kann ich mir Statistiken anschauen. Ist da. Und hier wird auch direkt losgekämpft, so wie sich das gehört. Irgendwie habe ich gar kein Mitgefühl für meine Speederbikes. Sie sehen irgendwie mehr aus wie Speederbikes als wie Jetpacks. Als wie Jetpacks, ja. Als Jetpacks, Leute. Merkt euch das. Wie ist nicht korrekt in diesem Zusammenhang. Als ist das richtige Wort. Hooray! Sieg! Ich hab's geschafft. Okay. Aha, die Raiders sind also arrogant geworden und greifen mich an. Das ist natürlich irgendwie bitter. Wie soll ich mich auf ankommende Gegner vorbereiten, wenn ich exakt nichts habe, worauf ich gerade hingewiesen worden bin?
Man möge mir dies erklären. Okay, ich baue Türme, das ist natürlich stilecht. Okay, hier vorne bauen wir mal die Dinge hin und Artillerie kommt hinten dran. Ja, ich denke, das ist eine gute Aufteilung. Ich habe keine Ahnung, ob es eine gute Aufteilung ist, aber ich werde es ja gleich sehen. Die Plattform hier oben haben wir verloren. Kann ich hier unten auch schon was dran bauen? Geht das? Kann ich hier überhaupt was dran bauen? Nein. Okay. Ich finde die Idee, dass man kein Micromanagement so richtig hat, irgendwie total geil. Richtig gut. Wahrscheinlich gab es das schon mal irgendwo und ich kenne es einfach nicht, aber das finde ich gerade total klasse. Ich bin begeistert davon. Okay, wir haben jetzt hier so Artilleriebojen. In the top right corner, you can see your main and additional objectives. Ja, das kann ich wohl sehen, das ist richtig. To fight off the attack on the platform, reinforce the defensive towers with troops. As you advance in tactical mastery, okay, ich könnte die auch wieder verkaufen. Das ist natürlich cool. Ja, ich dachte mir, dass ich noch... ich werde angegriffen. Ich schicke mal 50% meiner Truppen wieder hier zurück, um mich zu verteidigen, weil der Turm hält irgendwie so gar nichts aus. Oh wow, gegen der Schnecke, kann ich nachbauen. Oh mein Gott, das wird direkt nachgebaut. Das lasse ich mir noch nicht gefallen hier. Wie kann ich dafür sorgen, dass hier wieder gebaut wird? How do I do that? Okay, reparieren kann ich es so scheinbar nicht. Ich kann es nur direkt nachbauen. Wo habe ich überhaupt mehr Ressourcen? Achso, okay, das Öl wird mir einfach abgezogen, was ich jetzt verbaue für den Nachbau meiner Verteidigungsanlagen. Aber ich habe mir ein paar Truppen wieder geholt, die jetzt helfen aufzuräumen. Das sollte ja dann eigentlich reichen. Reparieren die sich automatisch? Fragen über Fragen. Okay, ich schicke die mal lieber wieder zurück zu 50%. Okay, ich krieg Experience Points. Okay, und die kann ich... Ah, okay. Tech Tree ist immer gut. Gut. Okay, also ich habe jetzt ein Radar geupgradet und Waffen. Und das Radar ist eine aktive Fertigkeit, die ich irgendwo hinschmeißen kann. Okay, die Kamera ist scheiße gedreht. Die wird jetzt mal genordet. Immer die Kamera norden. Das ist tausendmal sinnvoller. So. Okay. Also ich sollte... Okay, also wichtig oder am wichtigsten ist das Öl. Aber im Zweifelsfall soll ich angreifen. Die Pausen übrigens gerade sind immer nur, wenn ich diesen GLaDOS-Abklatsch zuhöre. Wo sehe ich denn? Okay, es wird hier automatisch noch gebaut, das ist ganz gut so. Ich kann um das Oil Rig nichts drum bauen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass ich das Oil Rig mit meinen komischen kleinen Viechis hier töte, mit den Piranhas. Piranha. Ich spiele übrigens alles grundsätzlich auf Englisch, weil ich... Die deutschen Voiceovers, ich bin jemand, deswegen kommt auch ziemlich viel, was eigentlich mehr so Gameplay-Elemente sind und so in meinen Reviews unter Atmosphäre, weil für mich sowas total wichtig ist. Also schlechte Voiceovers, schlechtes Voice-Acting kann für mich ein Spiel komplett ruinieren. Das gibt es sicherlich auch in original englischen Produktionen, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit so viel größer auf Deutsch, dass es wirklich erbärmlich ist. Okay, da unten greifen sie nicht so oft an. Das heißt, ich schicke mal 50% der Truppen, die hier unten sind, zurück, um mit denen dann diese Plattform hier anzugreifen, das Bootcamp, weil ich das erobere und dann natürlich auch mehr von meinen Piranhas gebaut wird.